und komme zur Türkei. Die war für die EU ja nie ein einfacher Partner. Besonders schlecht sind jetzt die Beziehungen zu Österreich. Vorgestern hat Außenminister Kurz einen Stopp der Beitrittsverhandlungen gefordert und eine EU-Erklärung zur Türkei blockiert. Jetzt die Retourkutsche aus Ankara. Außenminister Cavusoglu will nicht mehr mit Vertretern Österreichs reden. Mit seiner Forderung, die Türkei-Gespräche einzufrieren, ist Österreich in der Türkei zum Buhmann geworden. Deutlich verschnupft äußert sich heute Außenminister Cavusoglu in einem Fernsehinterview. Österreich macht uns in der EU schlecht. Sie wollen zwar reden, aber ich werde nicht diskutieren. Ihr in Österreich solltet eure Einstellung ändern und der Türkei höflich begegnen. Erst dann können wir mit euch wieder reden. Mit einer neuerlichen Forderung, den Flüchtlingspakt endlich abzuschließen, legt Cavusoglu Richtung EU nach. Wann wird der Flüchtlingspakt und die Visa-Liberalisierung in Kraft treten? Die Menschen wollen einen Zeitplan. Wir haben Juni gesagt, dann Oktober und jetzt wird immer noch verhandelt. Wir verlieren unsere Geduld. Alle Versprechen müssten eingehalten werden, sagt der Außenminister. Ansonsten würden alle Vereinbarungen suspendiert, auch der Migrationspakt.